Hello. I'm the Doctor. Servus, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu Ivertius. Ja, liebe Leute, wir haben ein weiteres Talent für unseren Ivertius und da wir jetzt mal einiges testen wollen. Nigrido. Probieren wir jetzt mal dieses Transplantation. Und ich könnte jetzt scheinbar meinen besseren Schädel. Ha, okay. Jetzt ist das möglich. Genau. Jetzt können wir hier das quasi ausbessern. Vier Hirne hätten wir auch noch. Frage ist, wem können wir jetzt noch so ein Level up geben? Ein Zombie, hm? Aber ich möchte ihm jetzt nicht vier Hirne geben, sondern nur eins. Gibt es auch irgendwie? Nö. Irgendwie nicht. wir verbessern hier. Können wir das nicht mehr verbessern? Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. Meine Feinde erwartet eine unschöne Überraschung. Gut, ja, jetzt gehen wir halt schon mit zwei. Was könnte man denn hier eine bessere Rüstung? Könnte man eventuell noch herstellen? Alchemie. Der Geruch erfolgreicher Alchemie. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt. Aber was ich doof finde, dass man es nicht mehr nehmen kann. Wenn ich jetzt wahrscheinlich zwei Grüne nochmal kombiniere, dann wird es nochmal besser werden. Könnte ich mir vorstellen. Gut. Wir gehen weiter auf der Karte. Müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Hier hoch. Shit. Mana oder Vitalität? Ach, da hätte ich doch die Todesfee. Ja, wenn man das mal erst wüsste, dann nächstes Mal weiß ich es mal. Also, das sind so Heilbrunnen, ja. Mann, die Karte ist ja riesig. Und hier hinten ist der Bosskampf. Oh Mann. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mal so zu einer Quest. Oh Mann, der hat eine goldene Spitzhacke. Oh, jetzt haben wir den ersten Magier. Und auch noch einen wahnsinnigen Magier. Was ist er da? Schwarzseher. Der hat jetzt schon magischen Schutz. Er bestimmt auch. Oder auch nicht. Elite Bergmann. Kein Ausweg. Solange der Schwarzseher am Leben ist, verringert sich für den Verbündeten die Chance zu fliehen um 100%. Die Chance, Wahnsinn, okay. Gut, wir haben jetzt eh keine Banshee dabei. Ob das jetzt so gut war. Ein Schwarzseher. Ja.
natürlich. Geht schon mal gut los. Sie ganz vorne, das ist nicht gut. So. Mann, ist das schon wieder ein guter Gefechtsbeginn. Kritischer Treffer auch noch. Okay, magischen Schaden. Na, nicht gut. Du wirst geschossen, Liebling. Wieder geblockt. Nichts auf meine Bogenschützen. Jetzt überlebt der ganz knapp. Am Spieß. Ganz stark. Das war's mit den Bogenschützen. Nächstes Mal etwas robuster machen. Oh mein Gott, 5 Schaden. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Schön. Er tötet jetzt meinen Hütter auch noch. Der Typ ist echt nervig. Der blockt mir alles weg. Alles. Einziges Opfer. Ja.
Leute, das schaut nicht gut aus. Der Typ. Ich hätte ihn wahrscheinlich mit Stress bearbeiten müssen. Und ich habe aktuell. Was ist jetzt passiert? Ist jetzt abgehauen oder was? Und meine ganze Crew ist im Arsch. Na super. Ja, wir werden uns jetzt hier also schaffen wir uns denn eine neue Braut. Ihr Herz schlägt nur für mich. So habe ich sie geschaffen. Und wir brauchen einen neuen Geist für die eine bescheidene Erweiterung. Kreation. All die Warnungen waren wohl Aberglaube. Oh, Liebling, du bist so wunderbar verdorben. Unheiliges Mauerwerk. Wir brauchen hier fast noch. Sind weiter Nöter. Ein Skelett ist halt wirklich eigentlich auch nicht der Brüller. Geist können wir uns gar nicht mehr beschweren. Komm, meine Liebe. Es ist Zeit für deinen Auftritt. Wow. Ja. Super. Ja, wir probieren die Quest jetzt trotzdem. Anscheinend bist du auf einen bewachten Schatz gestoßen. Eine Horde Menschen patrouilliert um eine provisorische Hütte in einer Höhle herum. Bisher haben sie dich nicht bemerkt. Du könntest einen Kampf vermeiden. Was sind schon die Reichtümer erbärmlicher Menschlein für einen großen Nekromanten wie dich? Ihre Körper werden wahrscheinlich wertvoller als jeder Tant in der Hütte. Dennoch, deine Neugier ist geweckt. Todesfee soll es übernehmen. Die Wachen fühlen sich hier ganz und gar nicht wohl und schlottern vor Angst. Daher beschließt du, einen deiner Todesfeen vorzuschicken, um etwas Überzeugungsarbeit zu leisten. Es dauert nicht lange, ehe panisches Geschrei die Höhle erfüllt. Die Wachen nehmen die Beine in die Hand und fliehen. Okay, wir haben jetzt unsere Zombies haben jetzt immer mehr Vitalität. Okay, ich habe aktuell aber leider keinen Zombie dabei. Na super. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Okay. Der hat zwei Blocken. Das Gefecht schaut jetzt ein bisschen. Buffen jetzt mal unseren Geist. Da.
shit. Wow! Beim Sterben entleert. Ah, ekelhaft. Shit. Shit. Der hat mein... Nein. Sich selbst und einen seiner eigenen Männer... Oh, krass. Krass. Okay. Am Spieß. Na super, Benji, wie kann man mit einem Schrei verfehlen? Geschossen, Liebling. Ja, oder stirbt er erst, wenn er wieder dran ist? Das kann natürlich auch sein. Die nächste wahnsinnige. Das werden wir jetzt gleich sehen. Deine Schreie sind. Na, wenn er dran ist, okay. Gut zu wissen, ja, das ist halt echt heftig. Jetzt ist unser Ritter, der war Stufe 3 schon. Ja, ab am Friedhof. Hier sollten wir auch jemanden arbeiten lassen. Wir müssten uns eigentlich wieder einen Ritter erschaffen. Nur schon langsam geht das Zeug aus. Haha. Hihi, toll. Bitte was? Können wir hier Lakaien sofort auf Level 30 holen? Testen. Ne, Level 3, dachte ich mir schon.
Ich erwarte gute Ergebnisse. So. Mein Geist macht mir halt Sorgen. Ah, dafür brauchen wir zwei Talentpunkte, okay. Ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Das testen wir jetzt mal. Wir haben jetzt hier sie platziert, das passt. Hier haben wir euch zwei platziert. Ha, 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 ha. Oh Mist, hier muss ich wieder einen Lakaien opfern. Müssen wir erstmal noch einen erschaffen. Mehr Knochen für die Mühlen des Krieges. Okay. Die werden jetzt auch gleich mal ausrüsten, das Zeug hier. Präzision, du warst aber eigentlich sehr präzise, oder? Zwei Glückszähne willst du nicht haben. Wir hätten hier noch ein Hirn. Oh je, hier haben wir wieder viele neue Elitegräber, Gräber und einen Schwertkämpfer. Starke Initiative. Ja, wem machen wir Angst? Ihm hier, oder? 90, 105, 75, nee, sogar ein Magier. Haha, verfehlt! Oh, wie geil ist das denn? Zumindest auch eher. Du hast keine Rüstung mehr. Mhm. Boah, gut schon, nicht gut.
Nein, nicht zweimal hintereinander. Das gibt's doch nicht. Doppelhieb auf ihm hier. Ah, da kommen wir jetzt nicht hin. Bin jetzt echt gespannt, die Theorie so stimmt. Mehr Material. Geschossen, Liebling. Wieder ein kritischer Treffer. Somit. Ah, okay, jetzt ist sie geflogen. Meine Banshee schafft sogar wirklich noch einen Schrei daneben zu setzen. Armes Skelett, armes Skelett. Beste Quelle für frische Leichen. Sind immer noch Helden. So. Du hast das Ding. Nee, nicht. Brech ihre Knochen. Okay, nur eine Seite kann gewinnen. Meine. Na, liebe Leute. Dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Ihr seht, unsere Lakaien werden immer sehr ausgedünnt. Also es ist echt keine leichte Geschichte. Und jetzt ist die Frage, ob man in der nächsten Runde diese Elite-Gegner mal anschauen sollen, ob wir denen bestehen können. Aber wir testen jetzt einfach mal alles aus und wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Pfiat euch, servus, Dr. Wü.
Thank you.